Heimat wird präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen zu Heimat, die Kunst, gut zu leben. Ich habe sehr viel Raum um mich und das aus gutem Grund, denn hier findet eine sehr spannende Ausstellung statt. Ich bin in der Friedrichstraße in Neuwied. Das Ganze heißt Beben. Künstlerinnen und Künstler arbeiten hier vor Ort und setzen sich mit dem Kreuz in der Karwoche auseinander. Das Ganze startet am 10. April und dann gibt es jeden Tag Programm. Kommen wir gleich noch zu. Jetzt geht erstmal ein Sprung durch die Region nach Koblenz in die Kunsthalle zu Olli Zimmermann. Heimat in der Kunsthalle Koblenz. Olli Zimmermann sorgt seit 25 Jahren dafür, dass spannende Künstler ihre Arbeiten zeigen können. Jetzt ist Andreas Bruchhäuser zu Gast. Eine fruchtbare Begegnung. Die Arbeiten bleiben ja auch ein bisschen empfindlich, wenn sie nicht unter Glas sind. Aber deine Begeisterung war so groß, da musste ich einfach mitziehen, habe mich mitreißen lassen, das zu übertragen, weil das ist natürlich auch toll. Ich möchte natürlich auch immer viel vermitteln, was eben diese Kunst ausmacht. Dass man eben nicht bei einem Bild hängen bleibt, was man sich da vielleicht als sein Lieblingsexponat irgendwie rausguckt, sondern dass man eben auch so einen Hintergrund versteht, dass man Oeuvre versteht sozusagen, dass man ein bisschen was vom Bruchhäuser versteht. Andreas Bruchhäuser ist mit seinen zarten Pastellarbeiten in der Region bekannt. Ja, es ist nicht nur das 25-jährige Jubiläum, was solche Themen provoziert sozusagen oder was, wo ich eben auch großen Spaß an diesen Themen habe, dass man eben regionale Kunst auch präsentiert, sondern ich glaube, dass jetzt nach 2 Jahren Pandemie tatsächlich die Region auch gefordert ist, mehr zu machen für die hiesige Kultur. Und da soll jetzt, nachdem die Maßnahmen dann auch langsam fallen, diese Ausstellung auch wieder so ein Restart sein, so ein Neuanfang für die Kultur in Koblenz mit einem Koblenzer Künstler. Und ich glaube, das macht total Sinn. Na klar macht das Sinn, denn es gilt, die Kunstszene wieder lebendig werden zu lassen. Alle brauchen jetzt Publikum und Austausch. Und so erfährt man dann auch wichtige Details. Ich arbeite sehr gerne im Winter, weil er die Landschaft quasi magisch verändert. Alles ist eigentlich anders. Und Vertrautes wird wieder neu und es entstehen Blicke und Situationen, die mir selbst vorher dann gar nicht aufgefallen sind und plötzlich spannend sind. Also hier sind auch einige Bilder integriert. Tatsächlich ist es so, wenn es wirklich schneit, geht nichts, obwohl ich das liebe, wenn es schneit. Ich habe schon Bilder aus dem Fenster gemalt, wenn es schneit, weil dann kann ich das natürlich tun. In der Kunsthalle ist die Situation nachzuempfinden. Die Staffelei, die Kreide. Ein zauberhafter Moment. Dabei ist Olli Zimmermann clever unterwegs, auch in schwierigen Zeiten. Ja, die Pandemie treibt selbst seine Blüten, das ist klar. Wir mussten eben auch diesmal eine Verschränkung finden zwischen Friseurladen unten, Gymnasialstraße und hier oben drüber Kunsthalle Koblenz. Denn wir brauchten in der Pandemie diese Räume für den Betrieb des Friseurladens. Denn wir mussten eben mehr Fläche zur Verfügung stellen, um mit genauso viel Personal eben auch zu arbeiten, mit genauso vielen Kunden natürlich auch zu arbeiten und haben uns sozusagen diese Fläche hier ausgeliehen. Und es hat sich so toll bewährt, dass wir das tatsächlich beibehalten. Und interessanterweise sind wir im ersten Schritt also aus dem Erdgeschoss hier oben ins Hochparterre gezogen, in die Kunsthalle. Und jetzt ist es aktuell so, dass wir sozusagen von der Kunsthalle aus auch unten ins Erdgeschoss ziehen, weil wir eben dort angefangen haben, wieder Kunst zu zeigen, im Friseurladen, was super gut funktioniert, denn unsere Kunden haben wahnsinnig viel Freude, natürlich in musealer Atmosphäre zu sitzen, im Friseurladen zu sein und Bilder zu gucken und vielleicht anschließend auch aus dem Friseurladen eben wieder hier durch die Kunsthalle zu Lust wandeln und die ergänzende Ausstellung hier und da eben wahrzunehmen. Ein neues Kunsterlebnis, das uns eintauchen lässt in stille Momente der Schönheit. Rheinromantik pur?
Ja, ich meine, Künstler wird gerne in Schubladen gepackt. Man möchte es ordnen, das ist dem Drang des Menschen geschuldet, der gerne Dinge einordnen möchte, dann hat er irgendwie eine Art von Kontrolle darüber. Ist in Ordnung. Ich weiß, das Leben und auch die Kunst entzieht sich jeglicher Kontrolle und das ist für mich absolut in Ordnung. Und wenn eine Markierung gesetzt wird und ein Name ist, dann ist das ein Zugang. Das heißt ja nicht, dass es damit eingefroren ist. Es ist ein Zugang. Ich finde das in Ordnung. Und auch wenn ich jetzt mit manchen Arbeiten von William Turner verglichen werde, ist das für mich einfach ein schöner Vergleich. Und es erdrückt mich auch nicht. Es geht in Ordnung. Hauptsache ein Zugang ist eben da. Und der Zugang ist jetzt eben auf vielfältige Weise möglich. Wie ist die Resonanz auf dieses neue Konzept? Ja, die Resonanz ist natürlich super. Also hier oben ist natürlich exzeptionell, weil zum ersten Mal kann man bei seinem Friseurbesuch in einer Kunsthalle sitzen und man hat hier museale Atmosphäre einerseits und natürlich ist die Resonanz super, weil wir eine wunderbare Kunstausstellung haben, wie immer. Aber hier hat man auch noch diesen regionalen Bezug. Man kann eben die tollen Bilder von Andreas Bruchhäuser sehen, die ja viel mit unserer Region zu tun haben. Und deshalb also vertieft man sich in die Bilder und hat Zeit, da die Details zu entdecken und sich mit der Atmosphäre um dem Bild vertraut zu machen. Und das ist natürlich wunderbar für einen Friseurbesuch. Am Sonntag, den 10. April, gibt es einen Tag der offenen Tür in der Kunsthalle Koblenz. Aber auch sonst ist jeder jederzeit willkommen. Ja, und ich melde mich hier nochmal aus Neuwied, genauer gesagt aus der Friedrichstraße 27. Es war mal eine alte Fabrik im Hinterhof. Das Ganze soll abgerissen werden und Künstlerinnen und Künstler haben hier vor Ort gearbeitet. Zu aktuellen Themen der Zeit in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche St. Matthias in Neuwied. Und der Karfreitag wird der Haupttag sein, aber in der ganzen Karwoche wird es Aktionen geben. Es gibt Flyer, in der Kulturinfo kann man das auch nachlesen. So, und wir machen jetzt nochmal einen Sprung auf die Festung. In die Vergangenheit, in die Archäologie. Das ist Jörg Hahn. Er nimmt dich mit auf Zeitreise. Und das bedeutet für dich, ich kam, sah und kapierte. Denn wir machen Geschichte lebendig. Was ich euch hier jetzt zeigen möchte, ist was total Spannendes, Interessantes und richtig gut Durchdachtes, was im Mittelalter wieder in Vergessenheit geraten ist. Wir haben hier Reste einer Fußbodenheizung. Ah, haben wir heute, gibt tolle Wärme aus dem Fußboden. Das hier ist eine römische. Diese Säulchen sind ungefähr 1800 Jahre alt. Und im Hintergrund auf der Zeichnung seht ihr, wie das Ganze funktioniert hat. Auf dem Boden des Hauses standen solche Säulchen und auf diesen Säulen wiederum kam der eigentliche Fußboden, auf dem die Menschen gegangen sind. Unter diesem zweiten oberen Fußboden wurde ein Feuer entfacht und dieses Feuer, die heiße Luft des Feuers, die zog zwischen diesen Säulen durch und könnt ihr auch hier am Rand der Zeichnung erkennen, in diesen Hohlziegeln nach oben. Das heißt, letztendlich wirkte so eine Heizung ähnlich wie ein Kamin, sodass die heiße Luft erst den Boden und dann die Wände erwärmt hat. Das war absoluter Luxus. Ja? Für die Römer war Deutschland hier bei uns, Germanien, das war ganz furchtbar für die, wenn die herkamen. Germanien war kalt, nass und dunkel. Im Gegensatz zu Italien, da ist es meistens heiß, meistens scheint die Sonne und damit ist es auch hell und trocken. Und deswegen war also Wärme für die Römer extrem wichtig. Mit dieser Fußbodenheizung immer parat, immer da, denn diese Heizungen, auch ganz wichtig, waren natürlich auch für große, nicht nur für Privathäuser, sondern auch zum Beispiel für große Thermen wichtig, wo mehrere tausend Leute reinpassten und dort waren diese Feuer, die häufig von Sklaven am Brennen gehalten wurden, diese Feuer brannten 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, die gingen also nie aus und ihr könnt euch vorstellen, was da für eine Menge an Holz reingegangen ist.
Wir sind leider schon am Ende unserer Sendung, aber nochmal die herzliche Einladung nach Neuwied in die Friedrichstraße 27, Hinterhof. Die Ausstellung heißt Beben und vielleicht bringt diese Ausstellung auch etwas in Ihnen zum Beben. Ab Sonntag 16 Uhr, Haupttag ist Karfreitag, aber die ganze Karwoche lädt Sie ein, dabei zu sein. Wir sagen Tschüss, bis nächste Woche und bleiben Sie gesund. Heimat wurde präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.